Jahreshoroskop 2019, Anfang 2020 nach indischen Astrologie. Die indischen Astrologen berechnen die Horoskopen anders. Sie berücksichtigen nämlich, dass unsere Sonne auch eine gewisse Bewegung hat. Es ist zwar minimal, aber im laufenden Jahrhunderten oder sogar Jahrtausenden macht das schon was aus. Diese Bewegung nennt man Präzession und das wird berücksichtigt bei der Berechnung. Also nicht wundern, wenn ich erzähle, wo Sonne, Mond und die Planeten sich befinden, es ist anderes. Anderes als in westlichen Astrologie. Dafür ist die indische Astrologie präzis übereinstimmt, so wie die Astronomen auch berechnen und veröffentlichen. Das kann jeder nachprüfen. Liebe Florena, ich grüße dich. Das ist dein Jahreshoroskop. Und in diesem Bild, was du gerade siehst, ist dein Geburtshoroskop bildhaft dargestellt. In diesem Bild ändert sich nichts. Das bleibt immer so stehen. Das ist die Landkarte deiner Seele, diesem goldenen Weg, was deine Seele ausgesucht hat, hier auf die Erden leben, dein Schicksalsweg. Du hast die freie Wille, ob du in diesem Weg gehst oder ob du Umwege machst. Und diesem Bild bedeutet, in dem Augenblick, wo du geboren bist, wann du geboren bist, war der Sternenhimmel über dir, so wie dieses Bild zeigt. Das ist wie eine Momentaufnahme. Und das ist einzigartig wie ein Fingerabdruck. Es gibt 12 Lebensbereiche und die Lebensbereiche, wo Energie fließt, wo Sonne, Mond oder die Planeten sich befinden in ein Geburtshoroskop, das sind die wichtigsten Lebensbereiche, weil das, was deine Seele Lebenserfahrungen machen möchte, was die Seele ausgesucht hat. Und das sind Lebensbereiche für dich, wie dein Persönlichkeit leben, dein Persönlichkeit in Ausdruck bringen. Dann brauchst du ein Fundament, eine Basis. Dein Zuhause ist auch sehr wichtig. Du möchtest angekommen zu sein, verwurzelt zu sein. Du brauchst diesen Halt in dein Leben. Dann ist wichtig für dich Arbeit und Gesundheit. Für dich ist auch wichtig die Ehe. Ein wichtiger Lebensbereich noch die Reisen, Auslandskontakte, Bildung und Spiritualität oder religiösen Themen. Es ist auch wichtig, dass du Anerkennung bekommst, Ansehen, Status und auch, dass du deine Berufung lebst. Sind auch wichtig für dich deine Hoffnungen und Wünsche, aber auch Freundschaften. Und noch ein wichtiges Thema, die tiefe Geheimnisse des Lebens erforschen. Wie ich schon sagte, dieses Bild bleibt stehen. Was aber sich ändert, das bist du, weil du machst Lebensschritte. In 7 Jahren Periode. Alle 7 Jahren ändert sich etwas. Andere Themen sind wichtig. Hast du andere Eindrücke, andere Begegnungen und du bewegst dich momentan auf dem Boden, die Tierkreiszeichen Schütze, noch 2 Jahre lang. Das heißt, das prägt dich dieses Jahr noch und nächstes Jahr. Und das bedeutet für dich Sport, Bewegung, Reisen, Ziele setzen,
neu orientieren, all das, was dich begeistert. Wenn diese 2 Jahre vorbei ist, dann übergehst in Steinbock-Periode und das wirst du 7 Jahre lang leben. Und bei der Steinbock-Periode wirst du lernen oder deine Wünsche und all das, was dich begeistert, deine Ziele im Tat umsetzen. Und du wirst deine Ziele verfolgen. Und dann kommt die Realität. Nicht nur du bewegst dich in dein Leben, sondern auch Sonne, Mond und die Planeten. Wobei bei Sonnenbewegung musste ich das korrekt beschreiben, weil die Bewegung macht eigentlich unserem Planet Erde. Aber für unsere Wahrnehmung scheint das so zu sein, dass die Bewegung die Sonne macht. Weil wir alles aus der Erde aus betrachten. Das ist die geozentrische Weltbild, wobei wir eine heliozentrische Welt leben. Die Planeten bewegen sich auch. Planet heißt übersetzt beweglichen Sternen oder Wandelsternen. Ich starte mit März 2019 mit Pluto, weil Pluto ist der letzte Planet unserem Sonnensystem, ist der langsamste Planet. Pluto befindet sich zurzeit, bewegt sich zurzeit im Tierkreiszeichen Schütze. Aktiviert Themen, was mit der Ehepartnerschaft zusammenhängt. Bei Pluto-Energie sind wichtige Themen, die Gefühle transformieren, die Überzeugungskraft, die inneren Kraft und auch Sexualität. Aber ich betone mehr die Gefühle zum Transformieren. Weil das ist dieser Prozess des Loslassen, was Pluto zeigt. Welchen Gefühlen handelt sich hier? Es gibt eine ganz klare Linie. In einer Seite sind die negativen Gefühle, in anderen Seite sind die positiven Gefühle. Das darf man gar nicht mischen. Es ist ein ganz, ganz klaren Trennwand, eine ganz klare Linie, weil das entspricht grundverschiedenen Systemen. Die negativen Gefühle bilden ein ganz anderes System als die positiven Gefühle. Die positiven Gefühle vermitteln Licht und Liebe, und das ist göttlich und schöpferisch. Dazu gehören Gefühle zum Beispiel wie Dankbarkeit, Hingabe, Begeisterung und Liebe. Im anderen System sind die negativen Gefühle. Und dazu gehört Angst, Zweifel, Schuldgefühl, Eifersucht, Wut, Neid und die allertiefsten Gefühle mit niedrigsten Frequenz ist die Hass. Diesen Gefühlen kommen nicht von Gott, dienen auch nicht Gott. Die sind die zerstörerischen Gefühle, zerstörerischen Energie oder blockieren uns. Weil bei diesen negativen Gefühlen, bei diesem System sind nämlich Gefühle dabei, die wir alle
kennen. Das ist Angst, das ist Zweifel, das ist Schuldgefühl und das ist Wut. Das kennen wir alle. Und hier bei diesen Gefühlen sind wir in einer Art Grauzone, aber immerhin im negativen Bereich, in einem anderen System. Und wenn wir uns auf diesen Gefühlen uns einlassen wie Angst, das blockiert und in dem Moment öffnen wir Pandoras Büchse. Das heißt, in dem Moment, wenn wir Angst oder Unsicherheit oder Zweifel zeigen, in dem Moment ist eine Öffnung und die trojanische Pferd kommt. Von anderen Menschen können wir auch betroffen sein, dass die anderen Art dieser tieferen Gefühle auch uns einlassen. Wie bekämpfen wir das alles? Wie können wir das transformieren? Die Gefühlangst ist da. Wir können nicht so tun, wenn das nichts wäre. Oder kommt mal Wut. Ist auch menschlich. Wir sollen auch zu diesen Gefühlen stehen. Und die Gefühle verabschieden ist nicht einfach. Was wir aber tun können, und das wirkt sofort, unseren Gedanken verändern. Wie eine Schalte. Umdenken, sofort umdenken. Denken an etwas, was uns Lebensfreude macht, was uns begeistert, was wir lieben. Sofort kommen wir in eine andere Schwingung und kommen wir zum Leichtigkeit. Und wenn wir in dieser Leichtigkeit leben, und öffnen wir uns auf diesen positiven Gefühlen, so können wir unserem Leben schöpferisch, kreativ gestalten. Und fühlen wir uns frei und können wir atmen. Und diese Transformation zeigt sich hier bei dir, was die Partnerschaft betrifft. Welchen Gefühlen kann hier entstehen, wenn es um die Liebe, Partnerschaft geht? Verlustangst. Raus aus die Angst. Übergehen auf diese schöpferische Energie. Übergehen auf Licht und Liebe und Vertrauen. Vertrauen, genau, das ist es. Dann folgt Neptun. Und Neptun befindet sich in der Tierkreiszeichen Wassermann. Neptun zeigt unsere Träume, aber vermittelt nicht, wie können wir unsere Träume leben. Das ist mehr Pluto-Energie. Pluto hat diese Macht, davon überzeugt zu sein, diese Kraft zu haben, unserem Träume zum Leben. Aber Neptun zeigt die Bilder, unserem Träume, unserem Sehnsüchte, unseren Visionen und natürlich fördert uns im künstlerischen Bereich, weil Neptun lässt uns inspirieren. Das ist die inspirierende Kraft. Neptun ist der Planet der Künstler. Und da machst du gerade Lebenserfahrungen. Und das ist schon die spirituelle Richtung. Natürlich ist es auch möglich, dass du die Reisen genießen kannst und findest Orten, wo du dich wohlfühlst und sagst, das ist ein Traum und lebst deine Träume. Uranus bringt immer Umbrüche und Veränderungen. Unerwartete Ereignisse, Überraschungen. Uranus bewegt sich im Widder und das heißt, deine Einstellung ändert sich bezüglich auf deine Hoffnungen und Träume. Kann auch auslösen, diese Uranus-Bewegung, dass in deinem Freundeskreis vieles ändert oder dass du außergewöhnliche Begegnungen und Freundschaften hast.
Saturn ist der Planet der Schicksal, Planet der Karma, auch die Zeit. Saturn bringt etwas in Form. Saturn zum Erklären würde ich die Astromedizin beschreiben. Saturn herrscht astromedizinisch über unserem Knochen, unserem Skelett. Und das gibt uns Halt im Leben. Saturn herrscht auch über Haut. Und Haut schützt uns von äußeren Einflüssen. Außerdem grenzt etwas ab und bringt unseren Körper in Form. Und genau das ist das Prinzip zum Saturn. Mischt sich in unserem Schicksal ein, Gott sei Dank, weil so lange können wir das noch korrigieren, so lange bis wir noch in diesem Weg uns befinden und Saturn unterstützt uns dabei. Es ist nicht immer angenehm, wenn Saturn wirkt, aber vieles können wir in dieser Zeit auch lernen. Und das Ziel ist, Saturn, so wie die astromedizinisch auch beschreibt, grenzt uns ein bisschen, dass wir nichts übertreiben, oder gibt uns Halt im Leben, bringt uns zum Sicherheit, Stabilität, bringt alles in Form und schützt uns vor Gefahren. Das ist Saturn-Prinzip. Saturn befindet sich im Schütze. Und in dieser Zeit, bei diesem Saturn-Energie oder Saturn-Einfluss, bringt die Partnerschaft in Ordnung. Das heißt, Saturn nimmt alles unter dem Lupen. Und wenn Saturn meint, das ist nichts, dann kann in dieser Zeit zum Trennung oder zum Trennungsgedanken führen. Wenn aber Saturn meint, ihr gehört zusammen, dann stabilisiert sich, dann wird das befestigt und hier erlebst du das in die Ehepartnerschaft. Jupiter vergrößert immer etwas. Jupiter gibt uns Chancen, Möglichkeiten, bringt Glück in unserem Leben und sorgt auch für Gerechtigkeit und damit meint Jupiter die göttliche Gerechtigkeit. Ursache und Wirkung oft öffnet den Augen auch um Ungerechtigkeiten oder löst Themen aus, was mit Gericht etwas zu tun hat. Jupiter bewegt sich in Skorpion. Und das sind deine Chancen, Möglichkeiten, beruflich etwas zu verändern. Mars ist die Kraft, was alles in Bewegung setzt, so wie du dich durchsetzt im Leben. Mars befindet sich im Stier. Mars zeigt deine Kraft und damit du in deiner Kraft bleibst, zur Zeit, brauchst du die Ruhe, brauchst du einen gewissen Rückzug, weil im Ruhe liegt die Kraft. In diesem Bereich sind auch geheime Feinde und wenn du das erkennst, dann brauchst du die Mars-Energie, dich zu behaupten und dich zu wehren. Venus ist der Planet der Liebe, zeigt aber auch deine Weiblichkeit. Nicht nur das, sondern Kunst, Kreativität, eine kreative Arbeit oder Selbstständigkeit. Venus befindet sich im Steinbock. Und das bedeutet erstens, wenn du ämtliche Themen hast oder eine erbschaftliche Situation, dann bringt dir zurzeit Venus Glück. Bei Venus Energie, gerade in diesem Bereich, wo auch um Sexualität geht, das kann auch ein wichtiges Thema sein. Oder etwas transformieren, verändern in dein Inneren, dass du diese weibliche Energie spürst, dass du davon überzeugt bist, dass du das genießen kannst.
Merkur ist der Planet der Handlungen oder löst aus Themen wie zum Beispiel Verträgen oder Terminen oder Nachricht. Merkur ist in Fischen. Und das kann für dich persönlich bedeuten, ein Arbeitsvertrag, Terminen oder Handeln, endlich deinen Berufung zum Leben und Erfolg, und mit der Sprache stehst in Öffentlichkeit. Das kann auch auslösen, du hältst Vorträge und stehst im Mittelpunkt in Öffentlichkeit, oder dass du ein Buch veröffentlichst und kommt ins Öffentlichkeit. Sonne zeigt immer Monatsthemen, da fließt die Lebensenergie, das ist Wassermann. Also Monatsthema ist Spiritualität, Ausland, Reisen, Auslandskontakte und Prüfungen. In einer Bildung, einer höheren Bildung, die Prüfungen oder Prüfungen, was wir auch im Leben haben, in die Schule des Lebens. Eine Rückläufigkeit bedeutet, dass etwas gebremst ist, geht nichts voran, ist alles so zäh, oder bedeutet, wir selbst sollen etwas bremsen, nichts übertreiben, nichts zu schnell, unüberlegt handeln, sondern noch etwas überprüfen, langsam. Aber diese Rückläufigkeit löst auch aus Vergangenheit, karmischen Themen oder Themen von Vergangenheit, oder meldet sich jemand von Vergangenheit. Ab 6. März ist Merkur rückläufig, das bedeutet, entweder die Termine, die Gespräche sind so zäh oder wartest auf einen Termin. Kann auch bedeuten, du musst noch etwas überprüfen und zuhören, was der andere meint, oder fühlst das alles so gebremst zur Zeit, aber löst auch aus, dass jemand meldet sich von Vergangenheit. Mondpositionen. Wenn ich jetzt erzähle jeden Tag die Mondbewegung, dann würde diese Aufnahme viel zu lang sein. Aber Vollmond, Neumond, Halbmond, das möchte ich schon erwähnen. 28. März ist Halbmond in Skorpion. Halbmond bedeutet, dass Sonne und Mond stehen in einer Verbindung und sie haben eine Spannung. Und hier handelt es sich um beiden Lichter. Auch männlich, weiblich oder Vater, Mutter, Tag und Nacht. Und es fehlt die innere Ruhe, es fehlt die Gleichgewicht, und dein Vollmond löst Unsicherheit aus, Nervosität aus. Und das erlebst in Skorpion, also hier im Gesundheitsbereich oder im Arbeit. Es sind aber nur Momente im Leben, weil das ist schnell vorbei. April 2019. Jupiter übergeht in die Schütze. Mehr Glück, Chancen in die Liebe, Partnerschaft. Sonne übergeht in Tierkreiszeichen Fischen. Monatsthema ist Anerkennung, Ansehen, im Mittelpunkt zu sein, Respekt bekommen und Berufung. Merkur und Venus ist in Wassermann. Und das kann bedeuten, dass du eine Nachricht bekommst von Ausland oder hast Kontakt mit einer Frau, die im Ausland lebt. Thema ist auch Kreativität und Spiritualität. 11. April wird Jupiter rückläufig.
Und das bedeutet, nichts übertreiben, langsam, auch nachdenklich zu sein. Was war in der Vergangenheit? Wo liegen noch die Chancen, Möglichkeiten? Wie kann man das besser machen? Und das erlebst du in der Liebe Partnerschaft. 25. April wird Pluto rückläufig. Und das zeigt Aufräumen. Aufräumen von Gefühlen wie Angst oder Verlustangst. Und das hat mit Vergangenheit was zu tun. Oft mit karmischen Themen was zu tun. 30. April wird Saturn rückläufig. Und Saturn zeigt, bevor du etwas in Form bringst oder dich beschützt fühlst, wie du etwas gestaltest, sollst du noch die Vergangenheit nochmal anschauen oder die karmischen Themen, weil da ist noch viele Schätze zum Verborgen, also lebt das, lebt diese Talente und Fähigkeiten. Bei Rückläufigkeit bedeutet auch oft karmischen Themen. 5. April ist Neumond in Fischen. In einem Neumond ist Mond für uns unsichtbar. Warum? Ganz einfach. Mond hat kein eigenes Licht. Mond bekommt den Licht von der Sonne und reflektiert uns weiter. In einem Neumond treffen sie sich die beiden, Sonne und Mond. Und Sonne kann Mond nicht beleuchten, also für uns ist unsichtbar. Und wir brauchen die Licht. Und in einem Neumond sollen wir die Licht in unserem Inneren suchen und auch finden, damit wir Klarheit bekommen über etwas. Oder meditieren, damit wir zur Ruhe kommen. Oder in Verbindung sein zu unserer Seele. Und das sind die Momente, die Nachdenklichkeit, die Rückzug, die Meditation. Und das hast du 5. April hier in Fischen, nachdenklich sein, welche Ziele hast, wie erreichst du deine Ziele, wie bekommst du Anerkennung und Respekt und wo liegt deine Berufung. 12. April ist Halbmond in Zwillinge. Halbmond löst Unsicherheit und Nervosität aus. Kann auch bedeuten, dass die Nervosität gar nicht von dir selbst kommt, sondern so erlebst dein Umfeld und das trifft dich persönlich und zeigt eine gewisse unsicheren Auftreten in diesem Tag. 19. April ist Vollmond im Waage und das heißt, Vollmond beleuchtet etwas. Und wenn etwas beleuchtet ist, dann sehen wir auch was und dann sollen wir genau da hinschauen, weil das ist gerade ein wichtiges Thema. Und das zeigt hier im Waage die Kinder oder dein inneren Kind oder deine schöpferische Kraft oder deine Kreativität oder deine Lebensfreude. Mai 2019. Mars bleibt noch im Stier, Sonne ist im Widder und das heißt, Monatsthema ist deine Wünsche, deine Hoffnungen und Freundschaften. Merkur und Venus ist in Fischen. Und das kann für dich bedeuten, ein Vertrag oder Gespräche mit einer weiblichen Person oder Richtung deiner Berufung ist Selbstständigkeit und machst die Gespräche, Termine, Verträge. 4. Mai ist Neumond in Widder. Ein gewisser Rückzug ist angesagt und Nachdenklichkeit. Erstens, was sind genau deine Wünsche und Hoffnungen? Zweitens, wen kannst du vertrauen und wen kannst du nicht vertrauen in dein Freundeskreis aufräumen. 12. Mai ist Halbmond im Krebs. Das hat mit deinem Selbstwertgefühl was zu tun. Das kann auslösen, dass du unsicher fühlst. Aber hier handelt es sich auch um Finanzen. Nichts investieren,
nichts einkaufen, auch nicht verkaufen, keine Verträge unterschreiben, was mit Geld zu tun hat. 18. Mai ist Vollmond im Waage, wird wieder Thema Kind, inneren Kind, schöpferische Energie, das Spielerische etwas gestalten, diese Kreativität beleuchten. Damit wird das klar und deutlich sehen und erkennen. Und 26. Mai ist Halbmond im Steinbock. Und das kann auslösen, dass das Unklarheiten sind im ämtlichen Themen und Erbschaft. Oder möchtest du noch etwas festhalten und es ist so schwierig, loslassen. Und mit diesem Loslassen meine ich nicht nur Angst loslassen, sondern Kontakte beenden, die dich stören. Oder Gewohnheiten verändern oder deine Einstellung ändern, dass du immer positiv denkst, immer angstfrei lebst, all das auch aufräumen. Oder Gegenstände, was dich immer stört, aber du willst davon nicht verabschieden, weil das war Geschenk von jemand, aber ärgert dich jedes Mal, wenn du das anschaust. Dann triff die klare Entscheidung und sag, das gehört nicht zu meinem Leben. Raus damit, aufräumen. 4. Mai ist Neumond im Widder. Achso, das habe ich den Mond, ja genau, das habe ich alles schon gesagt. Jetzt kommt Juni. Venus ist im Widder. Das kann bedeuten, dass deine Hoffnung ist Glück in die Liebe oder du wünschst, deine Weiblichkeit zu leben oder möchtest du verändern, einen neuen Haarschnitt oder anderes als Frau. Also diese Weiblichkeit spielt eine Rolle und entspricht deinen Wünschen und Sehnsüchte oder die Liebe, Partnerschaft. Kann aber auch auslösen diese Venusbewegung hier, dass du Kontakt hast mit einer Freundin. Sonne und Merkur ist im Stier. Das löst hier auch etwas aus. Weil hier sind die Geheimnisse, die tiefen Geheimnisse des Lebens. Die Sonne gibt die Licht, die Klarheit und die Wahrheit. Merkur ist das Wissen, dass du hier Erkenntnisse bekommst oder lernst du etwas oder liest du diesbezüglich etwas und öffnet deine Augen. Sonne steht auch in Verbindung mit unseren Augen. Aber kann auch bedeuten, weil hier um Geheimnisse geht, dass jemand erzählt dir ihre oder seine Geheimnisse und du erfährst es. Wenn du Geheimnisse hast, dann sollst lieber schweigen, weil die Sonne bringt etwas ins Licht und dann besteht die Gefahr, wenn du jemand vertraust, dass diejenige dann das weiter erzählt und kommt ins Licht. Da lieber schweigen. Weil hier in diesem Platz auch um die geheime Feinde geht, kann natürlich auch bedeuten, dass jemand hinter deinen Rücken lästert über dich und die Sonne gibt dir Licht und du erkennst es. Und die Wahrheit kommt ins Licht. Mars befindet sich in den Zwillingen. Und das zeigt, du zeigst Kraft, kannst du dich wehren, kannst du dich auch durchsetzen. Juni passiert etwas sehr Wichtiges, Außergewöhnliches. Saturn ist der Planet der Schicksal und Karma. Saturn ist rückläufig und das hat mit Vergangenheit, auch mit alten Karma was zu tun. All das, was wir erlebt haben, in früheren Leben, diese Erinnerungen. Pluto ist auch rückläufig, dasselbe, Vergangenheit, karmischen Themen, all das, was wir in früheren Leben erlebt haben.
Ketu ist die Drachenkörper und zeigt alte Karma, die alten karmischen Erfahrungen. Und diese drei, ein rückläufiger Saturn, ein rückläufiger Pluto und Ketu, bilden sich eine sogenannte Konjunktion. Das heißt, sie treffen sich und wirken gemeinsam. Das ist ein ganz großes karmisches Energiefeld und hat mit der Vergangenheit was zu tun. Und das erlebst du Juni 2019 im Tierkreiszeichen Schütze und löst etwas aus in die Ehe. Natürlich, wenn hier du Ängste hast, tiefe Ängste wie Verlustangst, dann kommt alles hoch in dieser Zeit und das kannst du vorteilhaft nutzen, von diesen Gefühlen loslassen und im Vertrauen bleiben. 22. Juni wird Neptun rückläufig und das bedeutet hier die Neptun-Bewegung, diese Rückläufigkeit wie der Vergangenheit, Erinnerungen. Bei Neptun geht es um die Begabung, diese künstlerische Begabung, aber auch die Träume zum Leben. 3. Juni ist Neumond im Stier und das bedeutet Nachdenklichkeit, Rückzug und das brauchst du auch, weil dieser Lebensbereich zeigt sowieso den Rückzug und wie wichtig das ist. 10. Juni ist Halbmond im Löwe und das ist eine gewisse Spannung. Du hast hier vielleicht Konkurrenten oder hast du Spannung bei Verwandten, Nachbarn. 17. Juni ist Vollmond in Skorpion. Das beleuchtet hier etwas und das ist deine Arbeit, deine Gesundheit, mehr Klarheit, mehr Orientierung. 25. Juni ist Halbmond in Fischen. Hier ganz oben, wo die Krone ist, wo du das Gefühl hast, du wirst übersehen, bekommst du zu wenig Anerkennung oder zweifelst an deiner Berufung. Diese Themen kann dieser Halbmond auslösen. Juli 2019 Sonne und Venus ist in Zwillinge. Monatsthema ist dein Selbst und deine Weiblichkeit. Und weil hier in diesem Lebensbereich handelt sich auch um dein Aussehen, bedeutet mit diesem Venus-Einfluss, du verschönerst etwas. Kaufst ein neues Kleid oder gehst zum Friseur. Du zeigst deine Weiblichkeit. Oder du veränderst etwas an dein Aussehen. Mars und Merkur ist im Krebs. Hier handelt es sich um Werten, Gesprächen, dass du das verlangst, dass du Wertschätzung bekommst. Und da setzt du dich durch, das ist die Mars-Energie, und du bringst das auf den Punkt, du sprichst es an, das ist die Merkur-Energie. Aber kann auch bedeuten, dass hier um Verträge und um die Finanzen handelt. 8. Juli wird Merkur rückläufig. 2. Juli ist Neumond in Zwillingen. Das heißt, für dich ist besser zurückziehen, dich von etwas aushalten, also nicht einmischen an etwas, sondern bleib eher zurückhaltend. 9. Juli ist Halbmond im Jungfrau, eine gewisse Spannung zu Hause, kann auch eine kleine Reparatur sein. 16. Juli ist Vollmond und gleichzeitig Mondfinsternis im Schütze. Mondfinsternis hat immer mit Karma etwas zu tun und dieser Vollmond zeigt, schau das genau an, welche karmischen Erinnerungen hast oder was löst diese karmischen Themen bei dir gerade aus.
Bereinige das und das erlebst du hier im Schütze. 25. Juli ist Halbmond in Fischen, hier wo die Krone ist. Das ist wieder die gleichen Themen. Entweder hast du das Gefühl, dass du zu wenig Anerkennung bekommst, bist du übersehen oder zweifelst an deiner Berufung oder Spannung in die Arbeit. August 2019. Sonne, Mars und Venus ist im Krebs. Bei Mars und Venus handelt es sich natürlich um die Liebe. Und das würde hier dann bedeuten, dass du Wertschätzung zeigen sollst, deinem Mann gegenüber. Oder du verlangst diese Wertschätzung. Oder dass du verstehst, dass die Liebepartnerschaft diese Werte hat, also hier handelt es sich um Wertschätzung, ist auch die Monatsthema, aber kann natürlich auch die Finanzen bedeuten. Du kaufst etwas Schönes, das ist die Venus-Energie und Mars kann auch die Begeisterung bedeuten, dass dich das irgendwie wie auch vorantreibt, weil du möchtest das unbedingt haben. Merkur befindet sich in Zwillingen und das bedeutet für dich, mehr Gespräche kommen auf dich zu oder du sprichst Menschen an, also die Kommunikation ist sehr wichtig und sehr aktiv in dieser Zeit. 1. August ist Neumond im Krebs und das bedeutet nachdenklich zu sein über deine Werte und um die Wertschätzung, was ist für dich wertvoll und nachdenklich sein über die Finanzen. 7. August ist Halbmond im Waage, eine gewisse Spannung mit Kindern kann aber auch bedeuten, du möchtest gern zu dieser Leichtigkeit kommen, die Lebensfreude, das genießen, aber bist zu streng mit dir gegenüber und es ist schwierig in dieser Leichtigkeit zu sein. Und dann die inneren Dialog, soll ich nicht. 15. August ist Vollmond im Steinbock. Es ist ganz klar, wird hier beleuchtet, was sind deine Ziele, wie erreichst du das, was sollst du transformieren. Thema Sexualität kommt auch im Vordergrund und auch ämtlichen Themen. 23. August ist Halbmond im Widder, eine gewisse Spannung im Freundeskreis oder dass du deine Hoffnungen, deine Wünsche aufgeben möchtest, weil du zweifelst daran. 30. August ist Neumond im Löwe, gleichzeitig wird von Regulus bestrahlt. Und hier lernst du etwas sehr Wichtiges in diesem 30. August im Klaren sein, was ist dein Herzenswunsch? Weil Regulus ist ein königlicher Stern und das ist die Herz der Löwen und aktiviert unseren Herzensangelegenheiten. Und für mich ist das Herz eine Schatztruhe. Und wenn wir diese Schatztruhe öffnen, da sind Schätze drin. Alles, was wir lieben. Und das ist die Hobby, die Berufung oder Reisen oder Kunst oder Kreativität oder Sport oder Kinder oder Eltern oder Liebe, Partnerschaft. Alles ist in unserem Herzen, in diesem wunderbaren Schatztruhe drin, was wir lieben. Und wenn wir das öffnen, dann können wir da viele Dinge entdecken und gerade in diesem Neumond, wo wir nachdenklich sein sollen und Regulus öffnet unserem Herz, das wäre der richtige Moment, das mal aufschreiben. Und dann können wir orientieren in unserem Leben. September. September 2019
Sonne, Mars, Venus, Merkur, alles ist im Löwe. Und das sind wichtige Themen, etwas lernen oder Wissen vermitteln oder Wissen aneignen. Ist wichtig Medien, Austausch, Nachrichten, Verbindung zum Verwandten, Nachbarn. All diese Themen aktiviert hier diese Energie. Außerdem, September ist ein wichtiger Datum, weil 19. September wird Saturn direktläufig. Und weil Saturn einen großen Einfluss auf unserem Schicksal hat, immerhin die Schicksalsplanet ist, war rückläufig, da waren Vergangenheit, alte Themen, karmische Themen. Manchmal war das auch ein bisschen beschränkend, wirkend. Man hat das Gefühl, es geht nichts voran, alles so zäh, so mühsam. Und am 19. September dreht sich alles und endlich geht alles voran, kommt alles in Bewegung und das im Schütze. Und das erlebst du in die Liebe Partnerschaft. Jupiter kehrte wieder zurück zum Skorpio mit dem Rückläufigkeit. Das habe ich übersehen. Zwar, das war Mai 2019. Gut, jetzt die Mondbewegung. 5. September ist Halbmond in Tierkreiszeichen Skorpion. Eine gewisse Spannung in die Arbeit oder brauchst die innere Ruhe. Gesundheitlich ist es sehr wichtig, die Ruhe bewahren. 14. September ist Vollmond in Wassermann, beleuchtet etwas. Und das sind die Reisen oder inneren Reisen, die spirituellen Richtung. 22. September ist Halbmond im Stier, Rückzug unbedingt, weil es gibt Unsicherheiten, Nervosität und hier im 12. Lebensbereich zeigt sich die Rückzug, Meditation, Rückzug und das tut dir auch gut, so bleibst in inneren Ruhe, in inneren Kraft. 28. September ist Neumond im Löwe, nachdenklich zu sein, was kann diese Energie dir was bewirken, was möchtest vermitteln als Wissen, was sollst du selbst lernen, mit wem sollst du austauschen oder kommunizieren, welche Kontakte sollst du pflegen. Oktober, Sonne, Mars und Venus ist im Jungfrau und das heißt, Monatsthema ist das eigene Zuhause oder Themen, was mit Immobilien was zu tun hat. Und Merkur ist im Waage. Entweder Gespräch führen mit deinem Kind oder mit deinem inneren Kind. Merkur steht auch in Verbindung zum Kinder, zum Jugend. 5. Oktober ist Halbmond im Schütze, eine gewisse Spannung in Partnerschaft oder Unsicherheiten kann auch auslösen. 13. Oktober ist Vollmond in Fischen und das heißt, da bekommst du Anerkennung, stehst du im Mittelpunkt, lebst deine Berufung, hast du Erfolg. 21. Oktober ist Halbmond in Zwillingen, eine gewisse Unsicherheit. Einer unsicheren Auftreten. 28. Oktober ist Neumond im Jungfrau. Nachdenklich sein, ist das der richtige Wohnort? Was sollst du verändern zu Hause? Wie könntest du etwas gestalten in Einrichtung? All diesen Themen. November. Sonne ist in Waage, Monatsthema ist Kinder, Monatsthema ist deine eigene Kindheit, Monatsthema ist dein inneres Kind, Monatsthema ist deine schöpferische Energie oder Monatsthema ist Lernen, zum Leichtigkeit kommen, etwas
mit Humor spielerisch betrachten und diese Lebensfreude zulassen, das genießen. Merkur und Venus ist in Skorpion und das kann auslösen, dass du einen Vertrag unterschreibst Richtung Kreativität oder Selbstständigkeit, kann auch auslösen, dass du mit einer Frau wichtigen Gesprächen führst. Und Mars ist im Jungfrau und da setzt du deine Kraft ein in dein Zuhause. Kann auch bedeuten, dass du kraftlos fühlst und ziehst dich zurück, bist du zu Hause, ruhst dich aus, dass du wieder Kraft bekommst. Zwischen 1. und 20. November wird Merkur rückläufig. Ab 21. November wird dann wieder direktläufig. 28. November ist Neptun direktläufig. Das heißt, all das, was du, wovon du träumst, deine Träume zu verwirklichen, dann dreht sich die Richtung und all das, was bis jetzt gebremst war oder so, fühlt sich das an für dich. Und manchmal hast du sogar daran gezweifelt, endlich geht in andere Richtung und kommt eine Vorwärtsbewegung. 4. November ist Halbmond im Steinbock. Das kann Spannung mit Ämtern bedeuten oder dass du etwas festhalten möchtest oder bewahren möchtest und du weißt innerlich, du solltest eigentlich das loslassen oder davon verabschieden. 12. November ist Vollmond im Widder und das bedeutet Klarheit über deine Hoffnungen, Sehnsüchte und Wünsche und Klarheit darüber, wer sind deine wahren Freunde. 19. November ist Halbmond im Krebs. Es handelt sich um Werten. Du fühlst dich verletzt oder du stehst nicht zu deinen Werten oder löst finanzielle Themen aus. Nichts kaufen, nichts investieren, nichts unterschreiben, was mit Geld was zu tun hat. Und 26. November ist Neumond im Waage und es ist die Nachdenklichkeit. Ich würde sagen, in dem Tag betrachte dein inneren Kind und stärke es. Dezember. Sonne ist in Skorpion. Monatsthema ist Arbeit und deine Gesundheit. Mars und Merkur ist im Waage. Ein wichtiges Gespräch mit einer männlichen Person oder du setzt dich durch bei deinem Kind, kann auch bedeuten, dass du hier wichtigen Gesprächen führst oder kann natürlich auch dein schöpferischer um deine schöpferische Energie handeln, deine Kraft und mit Merkur dazu setzt es durch, also du handelst, mit Mars setzt du das durch und mit Merkur Energie handelst. Oder, dass du schreibst ein Buch und das gestaltest du und das ist deine Kreativität und du hast diese Kraft, das zu veröffentlichen. Venus befindet sich im Tierkreiszeichen Schütze, bringt Glück in die Liebe-Partnerschaft. Und das ist deine Liebesenergie, was hier fließt in die Partnerschaft. 4. Dezember ist Halbmond in Wassermann. Du hast das Gefühl, das Leben prüft dich gerade oder hast du Spannung in Arbeit oder in spirituellen Richtung. 12. Dezember ist Vollmond im Stier. Hier öffnest du die Augen um die Geheimnisse, die tiefe Geheimnisse wirst du erkennen. 19. Dezember ist Halbmond im Löwe. Das kann eine gewisse Spannung sein mit Verwandten oder Nachbarn oder durch Internet, all das, was mit Medien, mit Kommunikation was zu tun hat. 26. Dezember ist Neumond
im Schütze und das kann auch auslösen, dass du mit deinem Ehemann dich zurückziehst und diese Zweisamkeit genießt oder nachdenklich zu sein über die Liebe, Partnerschaft. Januar 2020. Jupiter übergeht in die Schütze und Jupiter bleibt ganzes Jahr im Schütze und bringt Glück in die Liebe, Partnerschaft. Sonne ist auch im Schütze, Merkur auch, also Monatsthema ist dann die Liebe, Partnerschaft und sind auch sehr wichtigen Gesprächen. Und Mars ist in Skorpion und das kann bedeuten, dass du dich durchsetzt in Arbeit oder eine männliche Person hat einen Einfluss auf deine Arbeit oder Gesundheit. Und Venus ist im Steinbock, transformierende Energie in die Liebe, Sexualität oder in dein Aussehen als Frau, deine Weiblichkeit dazuzustehen. Februar 2020. Jupiter bleibt im Schütze, Mars bleibt im Skorpion. Sonne ist im Steinbock, Monatsthema ist Enten. Oder Investitionen oder deine Selbstfindung. Und Merkur-Venus ist im Wassermann. Gespräche im Ausland oder Lernen, die Spiritualität kann auch bedeuten. Oder Kontakt zu einer Frau, wo spirituell ist oder zu einer Frau, die im Ausland lebt. März 2020. Saturn und Pluto übergeht im Steinbock und sie bleiben auch. Einigen Jahren bleiben sie im Steinbock. Saturn und Pluto löst bei dir aus die Thema Transformation und Loslassen, eventuell erbschaftlichen Situation. Sonne und Merkur ist im Wassermann, Monatsthema ist Ausland, Reisen, Spiritualität. Und hier hast du auch die Gespräche, das kann auch Fremdsprache bedeuten. Und Mars und Venus. Venus ist im Widder. Und Mars ist im Schütze. Und das kann bedeuten, diese männliche Energie, dass du dich durchsetzt in die Ehe oder natürlich auch die Verbindung zu deinem Mann, diese männlichen, weiblichen Energie, natürlich auch körperlichen Themen wie Intimität kann auch auslösen. Aber bedeutet auch deine Durchsetzungskraft. Rahu und Ketu bewegt sich ganzes Jahr 2019 und ganzes Jahr 2020 Ketu im Schütze und das aktiviert karmischen Themen in Vergangenheit und Rahu, dieser Drachenkopf,
was du suchst in diesem Zeitabschnitt dieses Jahr und nächstes Jahr, das ist Zwillinge, dein Selbstfindung, dein Selbstleben innerhalb in die Ehe, dass du dich entfaltest, dass jeder dich wahrnimmt, dass du Respekt bekommst, dass du daran auch nicht zweifelst und bringst dich selbst im Glanz und so vereinst dein Selbst und deine Wünsche mit der Ehepartnerschaft, dass hier in einen Einklang kommt. Liebe Florina, das war dieser Jahreshoroskop. Ich bedanke mich nochmal dein Anvertrauen. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.